Meine herzallerliebsten und wunderschönen Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Wheelspin-Video in Forza Horizon 4. Letztes Mal haben wir irgendwie 80 Stück oder noch mehr aufgemacht und haben einige sehr geile Sachen rausgezogen. Ihr wisst, was zu einem guten Wheelspin-Video dazugehört, nämlich ein Kaffee und natürlich Musik. Ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Also ich trage das jetzt bestimmt bald ein, zwei Wochen mit mir rum und es geht mir langsam so richtig schön auf den Sack. Wir machen heute mindestens 100 Wheelspins auf. Ich habe leider keine Super Wheelspins, beziehungsweise doch ein paar habe ich sogar, glaube ich. Die machen wir dann aber am Ende auf. Wir machen jetzt erstmal über 100 normale Wheelspins auf. Ich hoffe, ihr habt Bock und ein bisschen Zeit mitgebracht. Momentan haben wir 2,53 Millionen auf dem Konto. Merken wir uns. Wisst ihr was? Wir merken uns das nicht. Ich schreibe mir das einfach auf. Noch leichter. So, also 2,53 Millionen Credits haben wir momentan. Autos habe ich momentan 186. Das können wir uns ja auch mal merken. Und damit haben wir eigentlich auch schon alles Wichtige, weil im Endeffekt, wie viele Hupen, Klamotten oder sonstigen Rotz ich kriege, das ist mir total egal. Mich interessieren ja, wie gesagt, die Kohle und die Autos. Los geht es, meine Freunde. Los geht es. Wie viele Wheelspins haben wir? Wir fangen an mit Nummer 1. Okay, wir haben 105 Stück noch. Das kann ein bisschen dauern. Aber wir können das Ganze ja auch ein bisschen zusammenschneiden, ne? Ich glaube, die habe ich sogar schon. Ganz ehrlich, Spiel, so brauchst du gar nicht erst anfangen. So brauchst du gar nicht erst anfangen. Wir haben zwei Sachen gemacht. Zweimal eine Klamotte bekommen. Ich habe ja was an, wie du siehst. Ich habe Klamotten. Ich brauche keine Klamotten mehr. Fettes Dankeschön, aber kann nicht drauf verzichten. Siehste, jetzt kommen wir langsam ins Gespräch. Da bin ich doch dabei. 170.000, da bin ich dabei. So kann es gerne weitergehen. Da rotze ich ja fast meinen Kaffee aus der Fresse, wenn ich hier sowas sehe, Mensch. Klassische Sonnenbrillen, geil. Da ist was Legendäres mit dabei, es ist aber, glaube ich, ein Emote. Dann nehmen wir doch lieber... Ja, warum sollte ich auch die 125.000 nehmen, wenn ich auch die 30.000 haben kann? So, und danach noch ein paar Super Wheelspins. Heute wird richtig rotiert, Leute. Heute ist richtig... 99. Ey, und da haben wir ein Auto. Ein 2008er Subaru Impreza WRX STI. Schönes kleines Kfz, kann man gut im Offroad gebrauchen, also nehme ich, danke. Abstrakte rosa Turnschuhe. Abstrakt. Das ist nicht abstrakt, das ist einfach nur hässlich. Ey, und da ist wieder ein Auto am Start. Ein 2000er Ford Cobra SVT. Schönes kleines Geschoss. Das Auto mag ich. Das war auch damals in Need for Speed Hot Pursuit 2002, glaube ich, dabei. Generell, wenn ich Autos kriege, bin ich eigentlich... Nein! Nein! Da habe ich auch schon wieder kurz einen Herzklabaster bekommen. Hör mal, mein Herz hat schon wieder kurz aufgehört. Aber da war ein Pagani da drunter, Mensch. Mal was Schickes wie ein Pagani zu kriegen. Das wäre doch mal ein schöner Start jetzt. Wieder was Legendäres mit dabei. Wieder was Legendäres. Nein! Du Mistspiel! Nein! Oh, also wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr, dass der Ferrari F50 eines meiner Wunschautos ist. Oh, das Spiel macht mich jetzt schon wieder fertig, Freunde. Es macht mich fertig. Ich meine generell, dass sie mit einem Wheelspin drin sind und man kriegt sie nicht, ist das eine. Aber jetzt hatten wir zweimal hintereinander einen Wheelspin, wo ich ganz knapp am legendären Auto vorbei bin. Das wird heute schon wieder... Oh, da hätte ich gerade fast die Kaffeetasse voll auf mein Handy geplört. Das wäre mal wieder richtig schön gewesen. Sie war schon so und ist dann gerade so nochmal... Gott sei Dank war sie nicht voll, Freunde. Das endet heute nicht gut. Ich merke das jetzt schon. Fast schon wieder meine Technik geröstet. Dann gib mir doch einfach den Ferrari. Na, da ist nichts Legendäres dabei. Insofern nehmen wir die 70.000. Dankeschön, weiter geht's. So, da ist wieder was Legendäres dabei. Es ist ein Auto. Ja, es ist ein Auto und es ist legendär. Und wir kriegen es nicht. Sondern wir kriegen eine Tröte. Da ist auch irgendwas Legendäres mit dabei. Ich glaube, es ist auch wieder ein Auto. Ja, aber auch das kriegen wir nicht. Also irgendwie läuft heute noch nicht so richtig mit dem Glück. Wir hatten jetzt viele Wheelspins, wo legendäre Autos drin waren und wir haben sie nicht bekommen. Aber die 160.000 Credits würde ich nehmen. Oder, ja, ein BMW 1er ist auch okay. Auto ist Auto, nehme ich gerne. Danke. So, was kriegen wir hier? Warum auch den Porsche Macan? Ich glaube, ich habe sowieso einen Macan schon. Den haben wir uns letztens gekauft. Ich bin ja momentan sowieso ein bisschen eher... Also momentan bin ich mehr Streamer und weniger YouTuber. Ich bin momentan fast jeden Tag live bei Twitch. Es macht mir einfach momentan sehr viel Spaß. Ja, ich will jetzt nicht YouTube irgendwie den Rücken kehren und Streamer werden oder was. Aber es macht mir momentan sehr viel Spaß. Und also schaut gerne rein. So, da ist auch wieder was Legendäres mit dabei. Es ist aber, glaube ich, kein Auto. Sondern es sind Gummistiefel, insofern kriegen wir die auch nicht, aber... Haben wir schon irgendwas Gutes bekommen, außer den 160.000, 170.000, die wir dabei haben? Haben wir schon irgendwas Gutes bekommen? Ich meine, wir haben wirklich... Man muss sagen, wir haben schon viele Autos bekommen, auf jeden Fall. Also, da kann man sich nicht beschweren. Wir haben bestimmt schon 6, 7 Autos. Es sind halt irgendwie noch keine richtigen Sahneschnittchen dabei, ne? Das ist alles nur so grüner und blauer Shit hier.
da ist was Legendäres dabei. Ein Auto. Oh, das ist ein Bugatti. Na, komm schon mal. Ich hätte schon gern mal ein bisschen auch geile legendäre Autos. Wenn wir jetzt hier 100 Wheelspins machen und nur Müll kriegen, das wäre halt schon ein bisschen schade auch fürs Video. Ey, ein BMW i8. Das ist zumindest mal ein vernünftiges Auto, das auch mal ein bisschen mehr kostet. Auch der ist nur blau, aber immerhin wieder was Legendäres mit dabei. Wir kriegen also die ganze Zeit die Chance auf geile legendäre Sachen, aber wir kriegen sie nicht. Aber wir kriegen 150.000, die nehme ich auch. Ist gut, ja, ist viel Geld. Gerade in den normalen Wheelspins sind 150.000 schon fast somit das Höchste, was man kriegen kann. Zu viele Wheelspins momentan mit legendären Autos, die wir nicht kriegen. Da würde ich aber das Geld... Oh, da ist aber ein... Oh, da war ein schöner Ferrari drin. Da war ein schöner Ferrari drin. Naja, hätte, hätte, ne? Bringt uns nichts. Weiter geht's. Ich meine, wenn man schon so weit ist, dass man sich über 20.000 Credits im Wheelspin freut, dann läuft irgendwas schief, Freunde. Also heute ist wirklich wieder grenzwertig, Freunde. Heute ist wieder richtig Klamotten grenzwertig. Ich meine, das Spiel sieht doch, dass ich schon diesen wunderschönen, sexy One-Suit... Es sieht fast aus, als wäre sie nackt und hätte grün-graue Haut, ne? Es ist ein Alien-Kostüm. Es sieht sehr scheiße aus von vorne, aber sie hat einen sehr süßen Hintern da drin. Ein Auto! Ah, jetzt kommt zumindest mal ein bisschen Kohle rein. Jetzt kommt zumindest mal ein bisschen Kohle rein. Ich habe noch eine sehr lange Einkaufsliste von Autos, die ich kaufen möchte, die zusammen wahrscheinlich ungefähr 15 Millionen kosten. Und dann will ich auch noch die beiden Villen kaufen da. Es gibt dann noch so Schlösser für 25 Millionen. Also Geld kann ich immer gebrauchen. So, da wäre wieder was Legendäres dabei. Es ist ein Auto. Es ist legendär. Es ist ein Auto. Es ist 2000 Credits. 2000, wenn ich einmal die Schnellreise benutze, zahle ich dreimal so viel. Ich meine, ein 370Z ist ein cooles Auto, da habe ich ja gar nichts gegen. Aber er kostet halt nur irgendwie 30.000 im Autohaus. Wir haben zumindest schon 700.000 Credits gemacht, das ist okay. Aber ansonsten ist da bisher wirklich noch kein Land in Sicht hier. Und wir hatten schon wirklich gute Chancen. Es ist ja nicht, es war ja nicht nur Müll drin, sondern wir haben halt nur den Müll gezogen. Ja, Geld, gerne. Da waren teilweise wirklich richtig geile Autos drin, die ich wirklich gerne genommen hätte. Aber wir ziehen heute nur Kohle. Und dann nicht mal die 175.000. So, legendäres Auto. Legendäres Auto. Was ist es für eins? Es ist auf jeden Fall vorbeigezogen und wir ziehen es nur den gelben Turnschuhen. Aber es war wieder ein legendäres Auto drin. Da ist ein McLaren drin. Den McLaren würde ich sogar nehmen. Ich habe eine relativ große McLaren-Sammlung im Spiel. Den McLaren würde ich... Ey, also das... Ich will mich jetzt auch nicht künstlich aufregen, Freunde, aber das ist doch wirklich langsam ein bisschen lächerlich. Biel, du musst auch ein bisschen mit mir zusammenarbeiten. Wir wollen hier ein entertaining, ein spaßiges, cooles Wheelspin-Video für die Leute präsentieren. Ja, wir wollen auch ein bisschen mal geile Sachen kriegen, dass die Leute denken, boah, geil, was er da rausgezogen hat, ich will auch. Wenn ich jetzt hier 100-mal spinne und nur Jogginghosen und Hupen rausziehe, dann kann man sich das, dann kann ich es mir auch sparen, dann brauche ich das Video nicht hochladen. Ein legendäres Auto. Die nehme ich. Und ich meine, bei meinem letzten Wheelspin-Video, haben schon viele geschrieben, boah, du hast ja richtig Pech. Und da haben wir schon McLaren F1 und andere Sachen rausgezogen. Aber wenn ich da schon angeblich Pech hatte, was ist das denn dann hier bisher, bitte? So, wieder ein legendäres Auto. Wieder ein legendäres Auto. Und wieder kriegen wir es nicht, sondern... Freunde, ich habe langsam keine Lust mehr. Ich habe wirklich langsam keine Lust mehr. Wie viele Spins mit legendären Autos hatte ich jetzt schon? Nicht einen haben wir bekommen. Da ist wieder ein legendäres Auto drin. Nee, das ist eine Krone. Die kriege ich wahrscheinlich. Nö, kriege ich nicht mal die Krone. Ja, danke. Ich glaube, da ist wieder ein legendäres Auto drin. Ja, ist es. Kriegen wir aber natürlich nicht. Brauche ich mir gar nicht Gedanken drüber machen. Wenn ich sehe, dass da ein legendäres Auto drin ist, weiß ich doch schon, dass ich das nicht kriege. Immerhin kriegen wir ein bisschen Kohle. Ich meine, wenn wir gar kein gutes Auto ziehen, können wir uns am Ende vielleicht zumindest eins kaufen, weil... Jetzt haben wir gleich schon 4 Millionen. Legendäre Stiefel, die sollte ich jetzt eigentlich kriegen können. Nö, auch die kriege ich nicht. Normalerweise ist es halt so, die legendären Klamotten kriege ich dann zumindest. Also ich habe da langsam keine Worte mehr für, Freunde. Wirklich. Also ich meine, okay, ein Bentley Continental Supersports ist ein schönes Auto, der dürfte auch nicht zu billig sein, also das war okay. Vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche. Vielleicht bin ich ein bisschen zu verwöhnt. Vielleicht denke ich, ich könnte hier irgendwie Autos kriegen oder... Am Arsch zu hohe Ansprüche, ganz ehrlich. Wenn ich gucke, was wir da bisher rausgezogen haben, es ist ein Trauerspiel.
Und ich kriege hier Golfs und 2000 Credits und Blümchenhemden. Ein Fokus. Ja, kostet wahrscheinlich im Autohaus 10.000. Was soll ich damit? Ich brauche gar nicht mehr hingucken. Ich kann nebenbei auf dem Handy auf Instagram was scrollen. Was soll das denn heute? 2000 Credits. Episch. Das sind Slipper. Slipper können nicht episch sein, Mann. Also langsam. Langsam habe ich das Gefühl, irgendwie wurde was an meiner Spin-Maschine manipuliert. Wir können einen neuen Wettbewerb ausrufen. Wer schafft es, ein schlechteres Ergebnis mit 100 Wheelspins zu machen als ich? Das kriegt niemand hin. Ich hab's jetzt schon gewonnen. Wie viele Klamotten gibt es in diesem Dreckspiel, Mann? Ich habe gleich den ganzen Kleiderschrank voll. Ich muss gleich noch anbauen mit einem weiteren begehbaren Kleiderschrank wegen den ganzen Rotzklamotten, die ich sowieso nicht haben will. Ich meine, ich reg mich anfangs gerne auch so ein bisschen künstlich auf, so, oh nein, Klamotten. Aber inzwischen, langsam ist meine Stimmung wirklich relativ mies, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben doch die Chancen verändert. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das normal ist. Die haben doch an den Chancen rumgedreht. Ja, wenn ich dann nach 100 Milliarden Wheelspins, ja, so viele waren es nicht, aber gefühlt. Schönes Auto, gefällt mir, aber es kostet halt 20.000, 30.000 im Autohaus. Das kann ich mir auch einfach kaufen, dafür brauche ich keinen Wheelspin. Man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben jetzt nach über 70 Spins noch nicht ein vernünftiges Auto bekommen. Also das Geld ist wirklich noch bisher das einzig Sinnvolle, was wir bisher bekommen haben, war Geld. In 70 Wheelspins. Ich sammle diese Dinger schon seit Wochen. Und wir kriegen nur Müll. Also ich bin inzwischen auch über den Punkt hinaus, dass ich mich aufregen würde, weil ich hab's inzwischen hingenommen, dass wir jetzt 100 Mal Scheiße kriegen, ja? Mein Schicksal ist schon akzeptiert. Es tut mir auch leid für euch. Ich hab extra die Wheelspins lange angesammelt und keine aufgemacht, weil ich dachte, wir machen wieder ein geiles 100 Wheelspin-Video. Natürlich weiß man, dass man viel Rotze kriegt. Das gehört ja dazu. Aber normalerweise kriegst du zwischen der Rotze auch immer mal wieder geile Sachen. Geiles Auto, eine Forza Edition. Alleine, dass ich jetzt schon 5-mal oder so 2000 oder 5000 Credits bekommen habe, ist eine Farce. Es ist einfach nur eine Farce. So, noch 25 Stück. Ja, also wir sind jetzt bald durch und es war tatsächlich noch nichts dabei. Ein Jaguar F-Type, immerhin. Ich weiß nicht, was er wert ist, wahrscheinlich auch nicht so mega viel, weil er ist nur blau, aber immerhin mal ein Auto mit ein bisschen Wert. Stell dir mal vor, wir hätten da einige von bekommen, das wäre einfach ein Hammer-Video gewesen. Stattdessen muss man sich so eine Scheiße geben. Es ist wirklich nicht mehr schön. Ganz ehrlich, das ist eine neue Challenge. Ich wette mit euch, es schafft niemand da draußen von euch mit 105 oder wie auch immer, wie viel Wheelspins wir jetzt hier aufmachen. Es schafft niemand von euch, mehr Scheiße rauszuziehen als ich. Wenn das einer schafft, hau ein Video raus. Du bist ein Gott. Aber ich glaube, es ist unschaffbar. Freunde, es ist unfassbar. Es ist tatsächlich passiert, nach ungefähr oder knapp 100 Drehungen
haben wir die erste vernünftige Sache bekommen. Ich meine, ich kann mich fast nicht drüber freuen. Natürlich ist das ein geiles Auto und es ist ein geiler Spin und es ist das Highlight des bisherigen Drehens. Und das ist traurig, das sagen zu müssen nach 100 Drehungen, dass ein Vulcan in der Forza Edition das Highlight ist. Doch, wir müssen uns jetzt freuen. Ich muss mich kurz beruhigen. Es ist geil. Es ist geil, ja. 2016er Aston Martin Vulcan in der Forza Edition, doch. Dann haben wir in 105 oder 106, ich weiß nicht, wie viele es waren, Drehungen, eine vernünftige Sache bekommen. Ist eine relativ schlechte Drop-Chance. Den nehme ich. Dankeschön. Dankeschön. Das ist Balsam auf meiner geschundenen... Man muss es ja direkt wieder kaputt machen. Ja, natürlich. Es war ein kleiner Lichtblick am Horizont, der jetzt von düsteren Gewitterwolken wieder zunichte gemacht wird. Die letzten 10 sind natürlich einfach wieder Rotze. Es war ja nicht anders zu erwarten. Immerhin ein schönes Auto. Auch der ist, glaube ich, nicht allzu teuer. Insofern, man muss ja immer sehen, auch wenn man geile Autos kriegt, ich liebe dieses Auto, aber man muss ja immer gucken, was kostet der, wenn wir ihn kaufen würden. Und wenn du dann das Auto halt günstig kriegen kannst, dann ist es halt kein guter Spin, weil dann kannst du es auch einfach kaufen. Ja. Der Clio hat jetzt noch gefehlt. Das war jetzt noch die Kirsche auf der Torte, Freunde. Der vorletzte Spin. Ich hab über 100 Stück angesammelt, weil ich dachte, wenn wir so viele Spins haben, dann muss ja was Geiles dabei sein. Und das ist jetzt der letzte Spin. Und da kriegt man zum krönenden Abschluss nochmal eine Herbstmütze. Also im letzten Wheelspin-Video habe ich 80 Spins gemacht. Gut, da waren auch viele Super-Wheelspins, das muss man schon sagen. Und die Super-Wheelspins bringen statistisch mehr gute Sachen. Aber da haben wir in 80 Spins ziemlich viel Kohle bekommen. Und vor allem auch ein F1 GT, der extrem, also McLaren F1 GT, der extrem viel wert ist. Ich habe den Maserati 300 bekommen, der 6 Millionen wert ist. Und bei dem man sich die Maserati MC12 in der Forza Edition holen kann. Eines meiner absoluten Lieblingsautos im Spiel momentan. Wenn wir den Aston Martin aus der Rechnung rausnehmen, beziehungsweise ich habe ja 105 Wheelspins aufgemacht, nehmen wir einfach mal 100. Nehmen wir 100 Stück und lassen 5 weg. Und bei den 5 ist der Aston Martin mit dabei. Dann habe ich in 100 Wheelspins nichts Gutes bekommen. Nichts. In 100 Wheelspins. Wenn ihr das unterbieten könnt, gerne. Be my guest. Ich glaube nicht, dass das jemand unterbieten kann. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Es kann jetzt sich noch alles zum Guten wenden, denn es gibt ja noch ein paar Super Wheelspins. Und die sind statistisch natürlich vom Inhalt her besser. Es kann also jetzt auch noch, es können noch Wunder geschehen. Ich lasse mich überraschen. Es ist eine Enttäuschung. Ich kann gar nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr aufregen. Ich bin einfach nur noch traurig. Ey, das ist... Guckt euch das doch mal an, dieses Elend. Das ist ein Super Wheelspin. Wie... man kann in einem Super Wheelspin nicht mehr Scheiße kriegen als ich. Das ist nichts. Da ist viel Legendäres mit dabei. Aber nicht für mich. Nicht für Walle. 2 Super Wheelspins. 10.000 Credits. Das ist alles, was ich aus 2 Super Wheelspins kriege. Bin ich verwöhnt? Habe ich zu hohe Erwartungen? Rege ich mich unnötig auf? Ich würde wirklich sagen, nein. Ey, das ist doch... Freunde, das ist versteckte Kamera. Wir machen nicht nur die 100 Spins, wer kriegt mehr Scheiße als Walle Challenge. Wir machen auch noch die Super Wheelspin Challenge. Wer schafft es in 3 Wheelspins, kein Auto, nichts Gutes, 15.000 Credits in 3 Super Wheelspins hintereinander, nicht getrennt. Hintereinander, 3 Super Wheelspins, 3x 5.000 Credits und Müll dabei. Das kriegt ihr nicht hin. Ich hatte ja noch so ein kleines Fünkchen Hoffnung, weil ich wusste, okay, wir haben noch ein paar Super Wheelspins. Die können jetzt noch alles rausreißen. Da können auch in einem Spin 3 legendäre Autos sein und so. Das hätte jetzt das Ganze noch retten können. Ich glaube, ich habe noch nie so schlechte Super Wheelspins gesehen. Noch nie. So, die letzten beiden schon. Und dann sind wir fertig mit den Super Wheelspins. Was waren das für Super Wheelspins? Da war nichts drin. 3x 5.000 Credits und Müll.
Level 185. Eigentlich müssten wir auch einen Wheelspin kriegen für Autosammler oder so. Jawohl, zwei Wheelspins haben wir noch. Okay. Die machen wir jetzt auch noch auf. Und dann bin ich aber auch fertig. Und zwar nicht nur mit dem Video, sondern vor allem mit den Nerven. Mit Super Wheelspins, mit den normalen Wheelspins. Das waren jetzt insgesamt bestimmt 110, 115 Wheelspins. Und wir haben insgesamt bekommen... Moment, ich rechne es auf den Cent genau aus. Wir wollen ja schon, wir wollen ja nichts unterschlagen. Minus 2,530960. Wir haben genau 2,881 Millionen Credits bekommen. 14 plus 17 sind 31 von den 31 Autos. War aber, ganz ehrlich, der Schein trügt. 31 Autos klingt gut. Das klingt gut. 31 Autos, was beschwert er sich eigentlich? Acura 25.000. Der Bentley 200.000. Das ist auch nicht besonders viel für ein Auto. BMW 140.000. 35.000. 46.000. 175.000. 30.000. 36.000. 44.000. 150.000. Und das war schon eines der besten Autos. 150.000 ist nichts. Das ist ein Geld-Wheelspin. Ich wette, alle 31 Autos zusammen, die wir bekommen haben, sind nicht so gut wie ein vernünftiger Wheelspin mit einem vernünftigen Auto, was mal was wert ist. Na gut, dann gucken wir uns mal das einzig gute Auto an, das wir bekommen haben. Und das ist der Aston Martin Vulcan in der Forza Edition. Traurig, das sagen zu müssen, aber das war der einzig gute Spin. Das Ding ist auch geil, ja, aber es ist halt wirklich für 115 Spins eine sehr magere Ausbeute. Man muss sagen, der Lack sieht schon sehr geil aus, ja, dieses glänzende Grün. Und das Auto generell ist natürlich auch brutal von der Optik her. Keine Frage, also das ist schon ziemlich fett. Aber es ist halt einfach, tja... Ja, Freunde, soweit zu meinem Wheelspin-Video. Ich hätte euch wirklich gerne mehr geboten. Ich hätte euch gerne geile Sachen gezeigt. Und ich hätte natürlich auch gerne geile Autos bekommen. Ja, ich freue mich ja, wenn ich geile Autos in meinem Fuhrpark habe. Es tut mir leid, dass ich euch so enttäuschen muss. Es tut mir auch leid, dass ich so schlecht gelaunt bin. Aber werdet ihr gut drauf, wenn ihr wochenlang Wheelspins sammelt, dann habt ihr endlich 120 Stück oder was. Und dann passiert sowas. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich habe jetzt 5,4 Millionen auf dem Konto. Schreibt mal in die Kommentare, welches Auto sollte ich mir von den 5 Millionen kaufen, das meine Stimmung wieder hebt? Welches Auto würde mich wieder glücklich machen, wenn ich es mir kaufe? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Däumchen da lasst, auch wenn es nicht ganz so war, wie erwartet. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Ja? Folgt mir auch gerne bei Twitch, da bin ich auf jeden Fall regelmäßig live momentan. Dankeschön fürs Zuschauen, euch noch einen wunderschönen Tag und euch vor allem auch mehr Erfolg bei den Wheelspins, als ich den habe. Macht gerne meine Challenge. Ich wette, keiner von euch schafft es, aus so vielen Wheelspins schlechtere Sachen rauszuziehen als ich. Das ist unmöglich. Das kann keiner schaffen. Haut da rein. Euer Walle. Bye, bye.